mir gerade Handschuhe raus, gell? Immer öffne ich Charakterbild. Eigentlich reicht's auch, wenn du übers Inventar gehst und dann auf die Handschuhe rechts machst, ansonsten über C. Ich gucke jetzt hier gerade noch an der Kassenlehrer vorbei. Gut. Und wir haben jetzt die Überladung bekommen als Fähigkeit. Da vorne liegt einer auf dem Boden mit dem Quest-Symbol. Na dann gucken wir doch. Ja. Ein Blitz und ich muss Thermo schlagen. Einfach nur ein Skelett. Oh, das sind jetzt aber Keklor-Schnecke, das hier. Das sind jetzt Grabfinder. Rechts oben ist jetzt auch von dem Typen, von dem Skelett, die Quest aufgegangen. Imperialer Erlass. 10 Grabplünderer töten und 3 Artefakte looten. Sag mich mal, ich hab hier einen Mordskrach, oder? Dass du dann die anderen nicht gerannt kommen. Die denken sie, da wird schon nichts sein, der guckt wahrscheinlich nur einen Film. Wie ist es so in dem Spiel? Habe ich dann immer mal eigener Loot, weil hier immer die Säule erscheinen, oder ist es geteilter Loot? Credits werden, glaube ich, aufgeteilt und ansonsten ist es dann eigener Loot, aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Oh, hier war jetzt was Grünes. Also ich habe jetzt was Grünes gekriegt. Schuhe, die ich nicht tragen kann, weil mittelschwere Rüstung. Aber du müsstest sie tragen können, also müsstest du dir handeln können. Kann man handeln? Handeln. Okay. Wenn du Rechtsklick auf das Porträt machst, geht handeln, aber da ploppt halt auf. Als Spieler mit bevorzugtem Status kannst du den sicheren Handel erst ab Stufe 10 benutzen. Ah, das ist dann so Abo-Ding. Ja, das Abo ist nochmal eine Stufe höher. Bevorzugter Status ist, wenn man halt irgendwann mal was gekauft hat, sei es jetzt entweder eine Erweiterung oder mal ein Abo besessen hat oder mal Kartellmünzen gekauft hat, irgendwas davon, dann ist man automatisch bevorzugter Status. Man hat halt dadurch ein paar Sachen mehr. Was es jetzt genau ist, müsste ich selber auf der Seite gucken. Also auf der SWTOR-Seite selbst gibt es eine Tabelle, ich packe gerne einen Link in die Beschreibung dann, wo man gucken kann. Oh, der dürfte wieder. Ein bisschen härter zum Schleunern liegt der auch. Über M geht die Karte auf und da sieht man genau, wo wir lang müssen. Also ich habe hier lang ein grünes Symbol und durch die grüne Wand dort ist es so rosa. Also rosa ist deine Klassenquest, denn bei mir ist die Wand geradeaus rot, aber die Wand hier ist für mich grün. Also ja, das ist jetzt... Das Gegenteil. Genau, aber wenn ich jetzt durch meine grüne Wand gehe, könntest du theoretisch mit mir mitkommen, um dir das anzugucken. Und ich könnte mit dir mitgehen, wenn du das machst. Oder wir gehen jetzt einfach getrennte Wege. Ja, wenn wir getrennt jeder fertig machen, dann sind wir schneller wieder hier. Genau, dann würden wir jeder jetzt die Story machen und wir treffen uns dann wieder hier.
an dem Schädeltisch. Alles klar, bis dann. Bis gleich. So, ich habe jetzt mal Waff gekriegt. Mal gleich ausgerüstet hier. Ja. Ich vermute nur, dass ich die da hier bekämpfen muss. Mal sehen, was hier jetzt gleich los ist. Ja. Das ist gar nichts. Wir heilen uns wohl ganz gut. Das Schüsse abwehren, das können wir anscheinend noch nicht. Oh, da scheinen wir noch etwas zu haben. Oh ja. Da werde ich erstaunen, ich komme aus der Höhle zurück und bin Level 4. So wie es aussieht, bin ich zu spät. Was hat denn bei dir so lange gedauert? Der war ein bisschen seniler, weil er wollte mir unbedingt den Codex der Sis aufsagen. Es hat ein bisschen gedauert. Also ich habe jetzt noch von dem imperialen Erlass ein paar Artefakte zu besorgen und muss danach zur Assist-Akademie. Dann folge ich dir mal. Wo musst du hin? Imperialer Erlass, beschaffe 3 Artefakte mit selbst. Jo, und die Lila-Quest? Zu den Waffen. Akademie. Ich wollte mal Sprungangriff machen. Ja! So, wir gucken mal kurz auf die Map. Oh. Da war irgendeine Bonusquest, die wir jetzt gerade einfach so abgeschlossen haben, ohne irgendwas zu wissen, was wir da tun. Normal. Also entweder geht es um die Artefakte, ansonsten war da vorne links noch die Artefakte auf der Map angezeigt. Da rechts guckt ein Stück raus von der Strecke. Ja.
Moment, ne, die Artefakte sind doch noch dahinter uns. Ja, dann laufen wir halt zurück. Cool. Was hast du denn gekriegt? Republikanischer Kugelwerfer. Jetzt ist nur ein Blaster. Was steht da sonst noch als Beschreibung? Ist es vielleicht ein Gefährtengeschenk? Bereiche deinem Gefährten ein Geschenk. Wäre das der Kettenlied oder? Nein. Kommt im Verlauf der Story. Ich möchte dich jetzt nicht spoilern. Okay. Du hast ein neues Lichtschwert. Eine neue Übungsklinge. Was ist eigentlich passiert? Ich weiß es momentan gar nicht. Das da vorne ist ein anderer Spieler. Ja. Hallo! Ich bin der Imperator! Er ignoriert mich. Ja, weil er dich nicht hört. Ich bin der Imperator! Dann lauft er weg. Oh. Na, dich bemerkt er natürlich. Ja, ja, woran das wieder leid. Ich habe einfach die besseren Argumente. Wenn der nicht nach gleich kommt, dann liegt der Loot nicht bestimmt. Richtig, das heißt, das ist seine Beute. War das teure, das Schüsse abwehren? Nein. Macht alles. Oh, ich hab's erste Artefakt, das sind diese Kiste hier. Zwei. Das noch. Ja, kriegst du die auch gezählt? Nein, ich muss die selber einsammeln. Aha. Aber selbst wenn du an der Kiste dran warst, kann ich trotzdem noch mal dran gehen und mir auch eins rausholen. Also, okay. Also das ist nicht so, dass wenn einer da dran geht, dass es dann nicht mehr da ist. Illidano. Illidanone. Oder Illidanone. Okay. Aber erinnert mich an Dani Sahne von Danone. An die Werbung. Jetzt gucken wir auf der Karte, wo wir hin müssen für die Lila-Quest und geben alles ab. Ich folge dir. Ich habe drei Blitzangriffe.
ankommen zu sein. Oh, was liegt hier? Siehst du das auch? Oh, da wäre ich jetzt fast dran vorbeigelaufen. Ein Wissensobjekt. Okay. Oh, der hat der Zusatzsymbol, ist der... Ja, das sind die stärkeren Elite. Ich glaube, es sind Elite-Gegner. Der wird voll. Genau. Weil die ich bekommen habe, das war mein Loot. Warum krieg ich sie dann angezeigt? Also doch gemeinsamer Loot. Anscheinend, weil... Ich weiß ja, vielleicht hast du ja irgendwelche Optionen, wenn du jetzt Rechtsklick auf dein Porträt machst. Was denn? Bezüglich Plünderoptionen. Begrenzung Premium. Steht da Kaltbestätigung? Was steht da sonst noch? Jeder gegen jeden, abwechselnd. Ah, das ist es wahrscheinlich. Abwechselnd heißt, einmal kriegst du es, einmal krieg's ich. Na, lass mal so, oder? Ah ja, wir können ja dann später handeln. Wir haben die Akademie entdeckt. Hier links ist Sergeant Recall, an dem er die eine Quest abgeben kann. Ich habe mich um euer Problem mit den Plünderern im Grab gekümmert. Ah, dann nehme ich an, dass meine Männer tot sind. Aber selbst so habt ihr uns einen großen Dienst erwiesen. Ihr Verlust ist euer Gewinn, nehme ich an. Dann habe ich meinen Auftrag erfüllt. Jawohl. Kurz und schmerzlos, würde ich sagen. 2893 XP. Und eine neue. In Knallrot. Das blaue Symbol über dem Kopf, wie geht das wieder weg? Das hatte ich dir gegeben, damit ich dich wiederfinde in der Höhle. Ja, wundervoll. Ja. Ist das so ein Verkäufer? Ja. Ich habe die beste Ausrüstung und die besten Preise. Also du kannst erstmal auf... Im Händlerfenster sind jetzt ganz unten zwei Button, einmal alles reparieren, also Schraubenschlüssel und alles, ist alles reparieren. Und dann Schrott verkaufen. Da verkauft er erstmal alles, was du auf keinen Fall brauchst. Ah ja. Ja gut, die Klinge brauche ich auch nicht. Der Blaster würde ich behalten. Geringe Medipack behalte ich auch. Das sind, wenn du sonst noch irgendwelche Titel oder dergleichen hast, das ist, was du vorhin in den Kisten rausgeholt hast. Schaltet einen Titel frei für euren Charakter, soll? Natürlich kannst du über Rechtsklick einfach freischalten. Wird bei Benutzung gebunden. Heldenbanner. Feuerwerk zum ersten Jahrestag. Vorder-Tischtreter, das sind wir ja. Also ich habe Feuerwerk zum zweiten Jahrestag dabei. Ich habe hier Lackierung. Das ist dann für so Gleiter oder was, oder? Genau, die habe ich auch benutzt. Oh, hier sind so Kiste, ich mach die mal. Würde ich nicht machen. Kiste noch zulassen. Ich habe so Lilani, noch Lilani. Vier Lila. Genau, ich habe auch die vier Lilanen, aber du
wie gesagt, die Rüstung da drin kannst du zwar wahrscheinlich schon anziehen, ist aber am Anfang nicht besser als die grüne, die wir kriegen. Und erhöht das Bewegungstempo. Ist das ein Gleiter? Wie heißt das? Longspur Step. Ja, das ist ein Gleiter. Ich habe auch noch sowas einstecken, und zwar das Jetpack von HK-55, dem Attentäter-Druiden. Okay. So, ja. Ich würde dann jetzt wieder zur Klassenquest weitergehen, und zwar muss ich mich bei Aufseher Harkun melden. Ich habe nochmal Post erledigt, dass die mir angezeigt hat. War übrigens recht ober. Ja, der da hat so ein lilanes Symbol. Genau, bei mir ist es der rechte Helfsaufseher Markham.